kleinen Taxi. Wo bist du denn? Wir werden dich jetzt suchen auf dem Schneeberg-Resort. Ich hoffe, dass wir dich finden werden. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, oder? Ich meine, wer ist schon Taxi? Was zum Henker ist? Wer oder was ist Taxi? Ich will's rausfinden. Sonst müssen... Autschi. Ach, Mario, musst du überall drin stecken bleiben. Sonst müssen diese Goombas dran glauben. Oh ja. Haha. So, Leute. Wir machen uns mal auf die Suche nach... Taxi? Ich höre doch hier so einen Pinguin, oder? Hat das, das vielleicht was mit Taxi zu tun? Aber wo ist dieser Pinguin? Oh, Wayne. Wayne interessiert's. Obwohl, auf der anderen Seite vielleicht sollten wir... Ich höre Pinguine hier. Vielleicht ist es doch mal ganz hilfreich hier. Ja, Taxi ist bestimmt ein Pinguin und wir müssen einen Pinguin suchen. Aber wenn der im hohen Schnee versteckt, das ist natürlich ein bisschen übel. Ja, und ich komme hier nicht raus. Oh, und ich glaube, den Weg hatten wir noch nicht bisher, oder? Ja, So, und hoch geschafft. Wunderbar. Und mal gucken. Mal gucken, wo Taxi ist. Ob wir hier ein Taxi nach Hause finden, oder... ich weiß auch nicht. Irgendwas. Was ist das hier? Ging's da rein? Da geht's rein. Tatsache. Pia! Okay. Taxi, wir kommen dich holen. Ich hoffe, dass du hier bist irgendwo. Ha. Wo steckt dieser kleine Kerl? Ha. Hier in Worms, in meiner Heimatstadt, nennen wir sowas Bangert. Wo steckt das kleine Drecksbangert? Juhu! Oh, du bist mir viel wichtiger wie Taxi. Ich nehme dich einfach mal mit, Sternchen. Wow, okay, wir haben unseren ersten Stern und ich glaube, es war nicht Taxi. Hinter dem Tunnel. Na super, wir haben einen Tunnel gegraben und sind rausgekommen im Westen. Nein, eigentlich nicht, aber wir haben zumindest einen Stern bekommen und... Oh Gott. Naja, immerhin Stern 2 und Stern 4. Richtig schön in Reihenfolge. Aber jetzt, Taxi, jetzt werden wir dich... Autsch. Jetzt werden wir dich holen. Jetzt kenne ich da nichts. Da kenne ich nichts. Da packe ich euch noch ein Taxi oben drauf. Das klingt so falsch. Ihr habt euch... Ihr könnt ja hier ein Taxiunternehmen gründen. Ja, oh Mann. Die schlechten Wortwitze. Sie sind wieder da. Und das ist auch gut so. Hier ist doch was. Hier habe ich doch was gehört. Da ist doch... Hier ist doch irgendwas im Busch. Oder irgendwas unterwegs. Ich höre hier doch ständig einen Pinguin. Vielleicht muss ich hier lang. Obwohl, war ich hier nicht mal schon? Das hier kommt mir jetzt wiederum bekannt vor. Ha. Ja. Nee. Na gut, dann gehen wir vielleicht doch... Wow, eine rote Münze. Dann gehen wir vielleicht einfach mal für einen Spaß doch nochmal hier lang. Hier gab es ja noch einen anderen Weg. Hier war ja nicht nur der Tunnel da, sondern es ging ja auch hier weiter geradeaus. Oh, Taxi! Oh, ihr komischen Sterne, ihr! Bringt mich zu meinem Taxi! Ich könnte jetzt dringend ein Taxi gebrauchen. Ich höre doch hier so ein Schein... Da ist er tatsächlich. Da ist ein Pinguin. Er sieht zwar nicht aus wie normal, er ist ein bisschen gräulich. Es scheint schon ein etwas älterer Pinguin zu sein. Aber er ist da. Und das ist gut. Oh, komm in meine Arme, Taxi. Du bist bestimmt Taxi. Oh, guckt ihn euch an, wie putzig der kleine Kerl ist. Da. Halt, halt ihn in die Kamera, Mario. Weh, du stürzt dabei ab. Weh, du opferst, Taxi. Opfer. Was könnte ich eigentlich tun hier so? Über die Klippe? Moment. Das habe ich in Mario 64, muss ich zugeben, habe ich das immer sehr, sehr leidenschaftlich gerne gemacht. Einfach das hier. Oh, und er scheint es nicht überlebt zu haben. Das ist so ein Pech. Nein, dann müssen wir wohl ein Safe State... Ekusari schenkt dir ein Safe State. So. So, aufgepasst.
jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich nicht genau weiß, wo ich überhaupt mit dem Scheißvieh hin muss. Aber, Moment, wenn ich mich richtig entsinne, dann habe ich so ziemlich am Anfang diesen großen Pinguin gehört. Dieses Mäh! Ihr wisst, was ich meine. Ich suche jetzt einfach mal hier unten. Es kann sein, dass ich Taxi jetzt hier durch die ganze... dass ich Taxi jetzt hier durch die ganze Welt tragen muss. Aber was tut man nicht alles, um Taxi zu seiner Mutter zu bringen? Oh, jetzt komm, du alter Schnee... Gumba? Alter Schneegumba? Her! Okay, jetzt ist aber schließlich im Schacht. Jetzt zeige ich dir, wie man die Dinge in Worms regelt, ja? Aufgepasst! Ja! So. Ja. Gegen meinen Wormser Ghetto-Style hast du keine Chance. Genau. Ich hab hier irgendwo diesen Pinguin gehört, oder? Ich weiß nicht, ob es hier war, aber irgendwo hier in der Nähe zumindest. Ha. Nein! Halt, stopp, Pinguin! Du bleibst da, wo du bist! Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht gut, was ich hier mache mit Taxi. Ja, doch, 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 doch! Oh, instinktiv richtig! Du hast sie gefunden! Danke, Mario! Hier ist der versprochene Stern! Ich habe dir zwar noch gar nichts versprochen, weil wir uns noch gar nicht getroffen haben, aber egal! Nimm ihn trotzdem! Übrigens, Taxi braucht einen neuen Vater. Wärst du bereit? Nein, 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 wir nehmen den Stern. Here we go. Ja. Wunderbar. Der zweite Stern in diesem Part, es läuft gut. Und wir haben endlich kleinen Taxi gefunden im dritten Anlauf. Das ist doch herrlich. Familienzusammenführung. Mein Job ist getan. Eigentlich kann ich das Let's Play an dieser Stelle eigentlich nur noch abbrechen. Weil was Schöneres werde ich nicht mehr machen können. Der gefrorene Wasserfall ist unsere nächste Aufgabe. Ja, wo gehen wir dafür am besten lang? Ach, Mario, bleib doch nicht dauernd. Du, ja, hier, einen einfachen, wehrlosen Klempner hier mit Schneebällen bewerfen. Ich glaube, es hakt. Wir können ja nochmal hier links lang gehen. Das war ja bisher ein sehr ergiebiger Weg, muss ich dazu sagen. Also, wir haben ja zwei Sterne jetzt hier gefunden. Vielleicht finden wir noch was hier. Ah, wunderbar. Ich höre euch wieder Pinguine, aber die sind mir jetzt mal gerade völlig egal. Obwohl nochmal in die Richtung. Nee, nee, nee. Wir gehen mal hier lang. Wow! Vielleicht finden wir hier. Autsch! Was war da? Da, 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 das denn? Da, 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 da. Da, da. Juhu! Oh, oh. Weg, 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 weg! Oh, Feuer, Feuer, Feuer! Ist hier der gefrorene Wasserfall? Nee. Ja, super! Dafür lade ich jetzt aber mal kein Safe State. Trifft sich vielleicht doch ganz gut, weil wir waren da unten sowieso wieder. In der Nähe des Eingangs, glaube ich. Und... wenn wir links nichts finden, gehen wir einfach mal rechts lang. Warum nicht? Also noch nicht hier rechts, vielleicht da unten rechts. Vielleicht noch irgendwas hier finden. Wir haben uns ja noch gar nicht so wirklich umgeschaut hier in dieser Welt. Noch gar nicht die Feinheiten genossen. Zum Beispiel diese Sprungbox noch gar nicht betätigt. Juhu! Ich glaube, hier werden die 100 Münzen schon ein bisschen anspruchsvoller allerdings als in den ersten drei Levels. Lalalala. Lässt du mich in Ruhe? Kann man hier hinten lang? Tatsache. Aber da ist nichts. Na toll, eine Trollstelle. Ich danke dir. Bro, Dude. Okay. Mal nichts, aber... ah, was haben wir denn hier? Hier geht's noch hoch. Mario, ich bitte dich, das hättest du jetzt mal schaffen können. Das hätte jetzt mal schön ausgesehen, wenn du einfach mal im ersten Anlauf da hochgekommen wärst. Aber nein, es ist mir ja natürlich mal wieder nicht vergönnt. Es ist ja...
Ah, er ist ja Mario und wir sind ja mal wieder besonders eigensinnig und schwierig heute. Nicht wahr, Herr Klempner? No. Hallo, Herr Chuck hier. Was wollen Sie denn da? Oh nein, nein, nicht... Nein, 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 nein! Okay. Wow, ein Panzer! Wow, nichts wie weg hier! Und jetzt genau gucken, was wir damit anstellen. Okay, oh, vorsichtig, vorsichtig. Oh, sehr schön. Grüne Münze und was haben wir hier? Oh, vorsichtig, vorsichtig. Im Birdman-Modus hier langfahren sozusagen. Ruhig und gelassen fahren wir über den See. Jetzt fahren wir über den See. Mit einer hölzernen Wurzel, 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 Wurzel. Mit einer hölzernen Wurzel. Ein Ruder war nicht dran. Was rede ich da? Und was mach... Ach, egal. Was bist denn du für ein Typ? Ey, ich schau dir aufs Maul. Autsch. Okay, okay. Das habe ich verdient. Das gebe ich zu. So. Ah, ein schmaler Steg. Na, wenn an dessen Enden kein Stern ist, dann fress ich aber einen Besen. Gott sei Dank muss ich keinen Besen fressen, denn da vorne ist ein Stern. Mario? Richte dich doch mal gerade aus. Und jetzt hier lang springen und... Oh, meine Güte. Sehr schön. Aber das war nicht der gefrorene Wasserfall. So viel steht fest. Aber egal, was es war, wir haben's. Es war der gefrorene Wasserfall. Hat mein Gehirn für einen Moment ausgesetzt? Sind wir ein Wasserfall hoch? Es muss so sein. Da war doch... Ne, ich kann's nicht wiedergeben. Gefährliche Eisenrutsche! Ja, hier könnte es sich um Eisen handeln, sozusagen. Eine gefährliche Eisenrutsche, das wird doch mal interessant. Aber wo könnte sie sein? Wo könnte sie uns erwarten? Die Eisenrutsche. Wir gehen einfach mal... Nee, hier gehen wir nicht lang, weil wir wissen, hier ist nichts. Oh ja, oh ja. Gefährliche Eisenrutsche. Machen wir die Mario-Probe. Wo könnten wir dafür lang gehen? Wir haben ja noch längst nicht alles erkundet. Wir sind ja noch längst nicht am Ende unseres Lateins. Gefährliche Eisrutsche. Oder Eisenrutsche. Das wird sie nicht sein. Hier ist nur der Weg zum Pinguin. Ein wahrhaft fettes Exemplar von einem Pinguin. So, mal hier hoch. Das könnte doch vielleicht eine Eisrutsche sein. Ja! Au, 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 au! Nein, 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 nein! Hier war das nur mit dem Pinguin, okay. Sonst noch irgendwas? Ah. Und hier? Vielleicht das? Das könnte es natürlich auch sein. Ja, das haben wir uns ja auch noch nicht so wirklich angeschaut. Ah! Ich verstehe, da dürfen wir nicht rein. Nee, hier waren wir noch nicht. Das muss die gefährliche Eisenrutsche... Rutsche sein. Es ist die gefährliche Eisenrutsche. Und Mario, ich glaube, das geht nicht gut aus in diesem Winkel. Oh doch, es geht gut aus. Seht ihn euch an. Haha! Na? Wer hat seinen Sterneschnitt deutlich verbessert in diesem Part? Unglaublich! 4 Sterne hier drin geholt. Wir stehen schon bei 5 Sterne im Schneeberg-Resort und nur noch die roten Münzen und die 100 Münzen fehlen. Da würde ich doch einfach mal sagen, wir gucken mal, dass wir das vielleicht im nächsten Part sogar schaffen. Dann haben wir nämlich eine weitere Welt komplett fertig und ja, dann können wir mal schauen, wie es mal weitermachen. Also dann, bis zum nächsten Mal! Euer Weehawk LP. An dieser Stelle kann ich nur noch aufhören, weil es ist zu gut gelaufen. Das kann ich mir nicht auch in den letzten Sekunden hin noch versauen. Oh Gott, nee. Wirklich nicht. Bis dann.